Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rätschel ein. Rückwerfen! Hat Verrat geübt! Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzubringen. Rückwerfen! Müsste man ihn an die Wand stellen! Ich danke Ihnen für diesen Treuebeweis. Aber Himmel, aber Stern! Er hat Verrat geübt! Wir glauben Sie, wenn ich schaue, tatenlos zu, bis diese Jugendschweine mich abmurksen? Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieger, bis wir ihn sehen greifen. Es wird ein böses Erwachen geben. Du lässt mich mit Kapitulationsangeboten der Grafenbeiratotter. Der englische Rundfunk berichtet das. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Früher oder später werden die Westmächte einsehen, dass nur wir die Bolschewisten aufhalten können. Wir sind das letzte Bollwerk gegen die asiatischen Horden. Wir müssen Berlin halten, nur wenige Tage. Dann machen wir mit den Amerikanern Kippe. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Die Sicherung des Regierungswesens. Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Oh, Fegeler nicht finden. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rätschel ein. Rückwerf! Dann entlösen wir die Westfront! Dann soll die Armee kehrt machen! Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Und wir sind seinem Willen verpflichtet! Sie wollen doch nur ihren Kopf fassen! Ich will sofort zum Bericht! Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen 43.000 der modernen Stahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Man muss knien vor ihrem Genie, mein Führer. Und vor dem Altar des Vaterlands. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Rückwurf! Dieser Versager, dieser Schmarotz! Ein Parfümierer voll Bates! Und da! Ausgerechnet Himmler! An meiner Person!